Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Nun gut, na dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Nun, ich weiß ja, im Kofferraum wirst du wohl eher nichts finden. Lass uns mal weiter gucken. Riesiger Schrottplatz, die hier haben. Aber gut, die sind auch irgendwo. Irgendwo weit draußen. Nee, schauen wir mal. Boah, Junge, hab ich mich erschrocken. Mach doch nicht diesen. So, hier irgendwo. Da könnte was sein. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm, jetzt gehen wir. Nein, geht noch nicht. Wir müssen uns hier noch umgucken. So, lass uns mal nach oben gehen. Da ist bestimmt irgendwas. Guck mal hier. Gibt's bestimmt ein paar Ersatzteile, die wir brauchen können. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Nun. Aber was erzähl ich jetzt? Was haben wir denn da? Wer ist T? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Schauen wir mal draußen. Die Kamera ist aber heute sehr nervig. So, was haben wir denn hier noch? Guck mal, hier ist doch auch schön. Und die Gitt wissen, was das war. Ne? Schnell weg hier. Gut, dass du die Flinte dabei hast. Dieses Licht macht mir fertig. Nein, ich bin nicht so gierig. Der Soundeffekt ist ja cool. Lalala. Oh, Vorsicht. Alter. Gut.
Okay. Boah, können wir uns hier einen Toten suchen, bis wir ihn gerade gefunden haben. Entschuldige. Kommen wir ihn erstmal da hinten gucken. Ja, ja. Okay, was haben wir hier? Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Nun. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Im Moment hat der nämlich ganz anders rum. Junge, hör auf mit dem Licht. Was ist denn los? Der Typ, der muss so Schmerzen haben. Mit seiner Hand, die da fehlt. Ist aber auch schon ein bisschen dunkel hier. Licht. Sind hier ist rein ja nichts. Kommen wir hier lang? Nein. Hm. Nur gut, nur gut. Hier ist aber wirklich nichts mehr zu sehen. Wo? Da oben. Du. Container. Sieht auch eher aus wie so eine Kampfarena hier. Aber hier ist halt so hoch nichts, ne? Geräusche. Oh, was war denn da? Das Gerücht. Oh, Junge. So, dann gehen wir halt hier wieder runter. Das Ölfläche. So schwer sein, hier so einen Ersatzteil zu finden. Streckt euch mal an. Was haben wir denn hier? Was ist das? Harem Scarem. Siehst du das, Caitlin? Hm? Das ist ja so gruselig, alte Dame. So, und sind wir hier hoch? Ah, da oben waren wir da schon. Nun gut.
Nach und lang. Oder läufst du einfach nur so geradeaus vor? Das wäre natürlich nicht so günstig. Jetzt passen wir mal hier vorbei. Hier ist halt einfach auch nichts, ne? Oh Gott, was ist das hier? Busse? Bringt uns aber irgendwie trotzdem nicht so viel weiter. Oh, sieht gleich mit einem eher energischen Gang voraus. Hier lang saß er? Aber hier war er schon. Oh, das ist ja noch eine Tür. Okay, da ist der Eingang wieder. Oh, da bringt uns nicht so viel weiter. Okay. Oh, schreck mir doch mal so. So, wir sind schon da lang gegangen. Dann lass mal hier lang gehen. Irgendwo haben wir was. Die Frage ist wo? Sorry, das war gruselig. Verstehe. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Nun, er hat halt auch ganz andere Sorgen. Mit seiner Inhalt da fehlt. Wo ist denn jetzt dieses innere Ersatzteil? Okay, da kommen wir wieder nach da vorne. Du könntest ruhig ein bisschen mithelfen beim Suchen, ne? Würde schneller gehen. Komm, dann lieber hier oben nochmal gucken. Von der anderen Seite. Vielleicht hier. Nun. Vielleicht so. Was macht sie da eigentlich? Sie will da oben hin, sagt sie. Da. Alles klar. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können.
Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Wie soll er denn mit seiner in Hand so einen Kran da bedienen? Weiß ja nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. No. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Reifer. Hm? Was zum Teufel ist da los? Na, ein Fehler. Shit. Okay. Dann mal los jetzt. Hauptsache, du lässt den Teil nicht auf sie runterfallen. Und mach es nicht kaputt. Großartig! Ja. Ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Was macht der da eigentlich nur? Oh, nein. Shit. Scheiße. Was? Da kommt etwas! Was? Hat er... Auto schwingen, ja, weiß ich nicht. Du springst da bitte nicht runter. Alter. Oh, shit. Fuck. Jawohl. Dazu. Unangenehm.